Hallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Ankündigungsvideo über ein neues Minecraft-Projekt. Ich habe ja einige Zeit ein bisschen Pause gemacht, da ich auf 1.13 gewartet habe und es mir gerade nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ich möchte euch jetzt ankündigen, dass ich doch wieder ein bisschen mehr Lust habe auf ein Projekt, das wieder ein bisschen rollenspielartiger wird. Und halt jetzt momentan noch Singleplayer wird. Multiplayer weiß ich nicht, wenn ich ein paar mehr Leute habe, die auch da gut mitmachen wollen. Also machen wir mal Test World und machen wir mal Baum so plenty. So. Also, ich tue jetzt so viel Mods wie möglich einbauen, die mit Rollenspiel zu tun haben oder mit Landschaftsgestaltung und so weiter. Und werde dann einfach mal wieder Livestreams machen über so eine Art Geschichte. Ich möchte alles ein bisschen relativ, lebendig machen und schön detailliert, und als würden wir ein Rollenspiel bauen. Und dazu brauche ich jetzt einfach noch ein paar Mods. Ich habe jetzt noch nicht ganz so viele Mods drin. Vor allem Minecraft Commons Alive habe ich wieder reingetan. Jetzt muss ich einfach schauen, dass das mit den NPCs relativ gut geht. Hier ist es. Dass wir auch Kartografe bekommen und so Sachen, oder? Und der Kristallball. Ja, allerhand Landschaftsgestaltung und Baumods, also Chisel and Bits ist drin und Beleuchtungsmod, Candle irgendwie so, Malicious Doors ist drin, Housecraft ist drin. Bei Housecraft muss ich dann einfach noch die Config ein bisschen umändern, weil das ist schon ein bisschen extrem. Da haben wir eine neue Axt, eine Feueraxt, okay. Exotilis 2. Und allerhand Blöcke und so weiter. Ja, hier sind die Colored Torches. Die finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber irgendwie. Aha. Ja, Farbstoff wird schwer zum Hauen sein. Was ich noch habe, ist so ein Dimension Macher. Keine Ahnung, wo das ist. Ah, Simple Dimension. Dass man da irgendwie eine Dimension machen kann? Ich weiß jetzt nicht, was man dazu braucht. Wer sich das auskennt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, schauen wir, dass wir einfach mal etwas Cooles machen. Ich habe eben gesagt, ich werde vielleicht auch einen Server machen mit diesem Modpack. Ich werde das Modpack sicher dann auch bald mal öffentlich machen. Dann testet ihr, also die alle auf den Server kommen wollen, alles mal aus. Und ob es geht, das Modpack und so weiter. Und danach werden wir mal schauen, ob es lohnt, einen Server zu machen. Aber alles nacheinander. Ich will jetzt im Singleplayer auch zuerst mal alles schauen, ob das Modpack relativ gut ist, was noch fehlt und so weiter. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, mir ein bisschen zu helfen mit Bezahlen oder so, dass ihr da einfach hier vielleicht ein bisschen mithelfen könntet, weil es sind 13 Euro pro Monat. Ich müsste sogar noch mehr machen wegen dem Modpack. Das geht dann fast auf die 30er zu, wenn man 6 GB oder 8 GB nimmt. Und das ist halt einfach ein bisschen zu viel. Und eben, es kann sein, dass der Server dann überlastet ist und noch andere Probleme gibt. Ich will einfach hauptsächlich dann auch nicht OP sein. Also ich will mich nicht so viel um den Server kümmern müssen. Ah, das ist der erste Waypoint vom Waypoint Mod. Und Mangroven sind das, oder was sind das für Bäume schon wieder? Ja. Die sehen auch cool aus mit diesem Texture Pack.
Ja, sie sind zwar nicht Texture-Pack-artig, die Blätter sind, glaube ich, ja. Die Blätter könnten ein bisschen sein. Ich bin jetzt auch am Schauen, ob das Texture-Pack überhaupt noch gut zusammenpasst, aber es sieht eigentlich richtig cool aus, wenn wir das Texture-Pack drin lassen. Hä? Ah ja, Plants-Mod muss ich noch einfügen, stimmt, das will ich unbedingt noch haben. Und ich weiß nicht, also die World Generation Mods, also die, die wirklich irgendwie etwas verändern, die kosten so viele Arbeitsspeicher und CPU, das geht halt bei den meisten Leuten dann nicht, wie die einfach nicht noch so einen guten PC haben. Und andere Mods, ich weiß jetzt auch wirklich nicht mehr genau so, wo das Problem lag bei den meisten meiner Freunde, also meiner Kollegen, die einfach nicht auf den Server konnten, den letzten, wo wir gemacht haben. Ja, oh, die Blumen, boah, das ist, ah, das macht schon in den Augen weh. Ja, eventuell mache ich halt Empire Umso Plenty nicht an in der World-Generation. Auch damit hier irgendwelche Pumps Harvest, Housecraft bei mir wachsen. Hier momentan ist es gut. Hier wachsen auch Zitronen und was ist das? Muskaten, Aprikosen. Das ist schon gut, aber da müssen wir immer streng suchen nach diesem Biom. Oder nach anderen Biomen, zum Beispiel Waldbiom. Machen wir das lieber aus. Sonst gefällt es mir echt gut. Was ist das jetzt? Ah, das ist ein Rosensträucher, die einfach ein bisschen von oben dunkler, also ja, ein bisschen nein, heller aussahen. Aber wegen dem hellen Gras. Das ist ein großes Biom hier. Okay. Cool. Ja, ich freue mich wieder riesig, jetzt wieder Minecraft zu machen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, weil man einfach viel zu stark in Minecraft vertieft ist und dann halt auch immer wieder ein bisschen Probleme hat mit der Motivation. Ah, der Berg und so. Oh, das ist ja mega. Das ist ja cool. Lamas haben wir auch hier. Ach, krass. Also sieht das mit den Wolken. Heftig! Also beim Umso Plenty wurde schon gut gemacht. Aber ob das bronzt ist, das werden wir vielleicht schon, denke ich mal, ausprobieren müssen. Wir werden mal mit einer Welt anfangen, mit beim Umso Plenty. Und schauen, wie viele Bäume wir finden und so weiter, sonst können wir das über den Markt machen. Was jetzt nicht so gut ist, ist dieses Biom dort. Das sieht so richtig Fantasy aus. Da müssen wir dann ein bisschen improvisieren. Ich will sowieso, ich habe es auch im Medieval 2 King, Conquer the World Livestream vorher erzählt ein bisschen. Einfach mal ein paar Völker, zum Beispiel aus der Antike nehmen. Und dazu sozusagen ein kriegerisches Volk oder sind zusammen eine Allianz, die kriegerisch ist. Und danach noch eine, die eher ein bisschen magischer ist, zusammenkämpfen lassen. Und ich habe so Lust, bei den Magiern anzufangen, aber immer wieder natürlich auch die kriegerischen Völker dann ein bisschen ausbauen. Ich finde es cool. Realismus gegen Fantasy. Das wäre eigentlich ein guter Name. Also schreibt mal in die Kommentare, welchen Namen ihr gerne hättet für das Projekt. Das kann euch sicher helfen. Einfach mal schreiben, auf worauf ihr so Lust habt, weil wenn dann alle mitmachen können und einfach Spaß haben, dann ist natürlich alles toll. Also es geht bergauf mit mir, mit meinen Livestreams wieder ein bisschen. Es ging wieder ein bisschen runter, wo ich wieder Pause gemacht habe von Minecraft. Das will ich natürlich wieder hochtreiben. Für euch einfach ein bisschen mehr machen und auch ein bisschen dranbleiben. Weil irgendwann fängt dann das 1.13 Livestream-Projekt an. Dann habe ich wieder ein bisschen weniger Zeit, oder? Dann muss ich schauen, dass ich 4 Stunden oder sogar 6 Stunden pro Tag Minecraft mache. Und das ist natürlich schon riesig, eine riesige Arbeit.
Okay. Hä? Ein Hexenhaus hier? Ja. Hallo. Ja, es ist ein ganz normales Hexenhaus. Okay. Nix, kein Schatz drin. Okay, Schwarzeichen, Wälder haben wir ihn trotz zum guten Glück noch. Hm. Jo. Dann habe ich, glaube ich, alles erzählt. Ich mache noch Mods rein natürlich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch für Mods haben wollt, die auch passen. Also, ich muss einfach etwas sagen, dass ich eventuell nicht Technik-Mods reinmache. Es ist einfach langsam fertig. Ich nerv mich nur noch ab den Mods. Es ist einfach so, dass die ein bisschen zu kompliziert sind für mich. Oder ich nicht gerade so viel kompliziert haben möchte, beziehungsweise ich so haben möchte, dass die nicht im Weg sind oder so Sachen. Ich bin nämlich der Techniker. Ja, und einfach mal so ein paar Mods und ich werde natürlich euch dann zurückschreiben, ob ich es reinmache oder nicht. Ob es eine gute Idee war oder nicht. Also schreibt einfach mal ein paar Mods rein, damit ich da noch ein bisschen helfen kann. Wie alles gesagt in der Videobeschreibung und noch in den Kommentaren. Werde ich es hinschreiben, was ihr da so noch machen müsst oder wollt. Ja, Pflichten ist ja nichts bei mir. Ich habe keine Pflichten bei mir. Aber es wäre schon toll, wenn ihr natürlich mitmachen würdet. Da ein bisschen, Leute, das Biom wieder. Voll wenig los. Manche Biome sind leider nicht gerade so gut. Aber das können wir ändern. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, alles andere in einem weiteren Video oder in dem Livestream, wenn er kommt. Heute vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Heute Abend habe ich noch ein bisschen Path of Exile vor. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Ja, wo haben wir denn angefangen? Wir haben scheinbar... Endete hier. Hier haben wir angefangen. Dann sind wir hier rüber. Ja. Okay. So. So. Dann unten durch. Und hier wieder hoch. Okay. Ja, ich freue mich natürlich wieder riesig weiterzumachen. Gut. Ja, es wird noch sehr viel kommen. Ihr werdet überrascht sein, was ich da noch alles so mir ausgedacht habe. Ich habe eben eine kleine kreative Pause gemacht, damit ich natürlich noch ein bisschen mehr vorwärts machen kann. Dann wieder besser anfangen kann. Und ja. Also. Oh, die sieht cool aus. Das ist eine Wächterin, hä? Nein, Bauer? Okay. Ja, was ist mit mir los? Weiß es auch nicht. Ich habe irgendwie wieder Lust. Tschüss, liebe Leute, und viel Spaß noch mit anderen Projekten oder ja, was ihr gerade macht. Tschüss.